Willkommen auf Invest Research. In diesem Video stelle ich euch von Reinhard Zittelmann das Buch Reich werden und reich bleiben vor. Das ist ein Journalist aus Berlin, der sich aber auch sehr unternehmerisch betätigt hat, mit Immobilien auch vermögend geworden ist und der so Erkenntnisse ein bisschen aus der reichen Forschung in diesem Buch gut zusammenbringt. Also beispielsweise, dass anders als behauptet wird, die Lebenszufriedenheit steigt doch, je reicher oder vermögender man wird. Außerdem auch dieses Beispiel, was vielleicht viele auch schon mal gehört haben, dass Lottogewinne oft nach 5 Jahren ihr Geld wieder verloren haben oder unglücklicher sind als vorher. Was, denke ich, auch ein wichtiger Faktor ist, gerade wenn man sich mit dem Vermögensaufbau beschäftigt, dass es A, einerseits natürlich nur ein Faktor fürs Leben ist, aber B, auch man muss auch bereit sein, mit diesem Reichtum umzugehen. Und deswegen ist dieses Investment in Finanzbildung doppelt wichtig, um das besser einschätzen zu können. Ja, er geht vor allem auch so ein bisschen auf das Thema Immobilien ein, weil er sich da auskennt, sagt aber halt auch, das Wichtigste für den Vermögensaufbau sind Aktien und Immobilien, was vor allem auch was die Reichen dann auch investieren. Und auch was sich zum Beispiel im Buch Millionaires Next Door sagt, er auch, gerade die deutschen Reichen sind nicht wie die Geissens, die man im Fernsehen sieht. Also das merkt man überhaupt nicht. Sind meistens sehr bescheiden und unaufdringlich. Und was schreibt er noch? Ja, er sagt dann so ein Beispiel, daran sieht man auch, wie Berlin gut funktioniert hat. Er hat irgendwie in Neukölln, ich weiß nicht mehr ganz, vor 10 Jahren, eine Immobilie zum Faktor von 10 gekauft. Also die Nettojahresmiete mal 10. Und hat es dann zum Faktor 20 verkauft. Dazu sind die Mieten gestiegen und er hat irgendwie das mit fast 100% finanziert. Also allein mit dieser einen Transaktion hat er, glaube ich, 1 Million gemacht, was dann nach 10 Jahren steuerfrei ist. Was natürlich ohne großes Eigenkapital Wahnsinn ist, aber jetzt auch nicht mehr so in Berlin wiederholbar ist. Also gerade in Neukölln Faktor 20, das ist schon, sage ich mal, ambitioniert, beziehungsweise das Steigerungspotenzial ist auch nicht mehr so vorhanden. Er hat ein paar gute Bücher auch geschrieben, der Reinhard Zittelmann. Ich fand es vor allem gut, weil es auch so ein bisschen über das Thema Geld wird ja in Deutschland so wenig gesprochen, er die Sachen da auch ein bisschen klar nennt. Und zusätzlich ist es wirklich, man merkt halt, er ist auch Journalist, sehr kurzweilig geschrieben, liest sich auch relativ schnell, das muss man sagen. Also ich habe hier das Hardcover, also da ist man auch relativ schnell durch, ist nicht so groß. Aber auf jeden Fall ein Buch, was auch motiviert, was zeigt, was möglich ist und worauf man was mitnehmen kann.